Liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Friends, liebe Fuckers und Fuckies, herzlich willkommen zur neuesten Episode Schreck TV. Heute live vom Küchentisch vom renommiertesten, berüchtigsten, unglaublichsten und bekanntesten Küchentisch von der ganzen Schweiz. Oh nein, nein, nicht da. Schaut da sogar das Kugeli. Schaut gebannt zu. Nicht ganz. Aber immerhin, der Moritz ist da und dort kratzt nochmal jemand. Es ist einiges los im Haushaltsstricker. Aber was vor allem los ist, das ist der Irrsinn auf der Straße. Und zwar nicht auf der Straße von der Realität, sondern auf der Autobahn von der Fake News, von der Lügenpresse, von der Massenmedien, von der Propaganda, wo aus allen Rohren rausschiesst. Aus allen Rohren raus, wirklich schiesst. Und wir müssen jetzt anfangen, über alles zu reden, wo wir dürfen reden. Allerdings ist es so, wir sind, wenn ich mich täusche, jetzt auch ein bisschen auf YouTube unterwegs. Und YouTube, wissen wir, das ist ein Kinderkanal. Katzenvideos, okay, solange die Katze keine politische Meinung hat, wo sich rechts vom Linksextremismus aufhalten, dann sind die verboten. Und darum glaube ich also, die heutige Sendung ist kein Kindergeburtstag. Die heutige Sendung werden kalte, wahre, harte Fakten auf den Tisch gelegt in Bezug auf alles, was, wir wissen ja, alles, was irgendwie, sage ich mal, tagespolitisch von der Massenmedien aufblasen wird, ist das Klima, ist das die Ukraine, ist das Corona. Überall da darf man nicht frei reden. Über alles andere schon. Aber alles, was die Massenmedien zum Thema erheben, ist verboten. Einfach verboten. Natürlich, scharf sagen, es gibt keine Zensur, weil nur Staaten können zensurieren, Firmen können nicht zensurieren. Aber was möglich ist, jederzeit. Und das ist jederzeit möglich. Und das ist meine geliebte Selbstzensur. Und darum, die schlauen Leute, die kommen jetzt über, weil nachher wird es so packend spannend. Ich verspreche euch, die beste Sendung, wo Stricker TV heute jemals ausgestrahlt hat. Vielleicht sogar noch mehr als das. Zensurfreie Locals können auch kommen. Aber jetzt müsst ihr auf Rumble rüberkommen. Dort geht Post ab. Natürlich alles im normalen Diskurs. Alles normal, aber wir wissen, das Normale ist nicht mehr frei, normal besprechbar. Und darum verabschiede ich euch jetzt in die Welt der Katzenvideos und die erwachsenen 51 Zuschauer, die jetzt live auf YouTube dabei sind, wo hoffentlich bald die hunderte Leute werden joinen, wo nämlich jetzt bereits auf Rumble unterwegs sind. Es sind auch noch nicht so viele. Es sind 178 Leute, 230 Leute auf Facebook. Facebook leider müssen wir rauskicken, weil ich sage euch nur eins, fuck Facebook. Meine Gender-Pronomen sind fuck und suck. Und darum, fuck Zuckerberg, auf Wiedersehen. Facebook, wir gehen jetzt zu der Erwachsenenunterhaltung über. Nein, es ist keine Pornografie, nein, es ist keine Kriegsverherrlichung, aber wir gehen in tiefe Debatten rein, zum Beispiel in die HLGBT-Bewegung. Und ihr habt richtig verstanden, da ist ein Buchstabe mehr als sonst, nämlich ein H für Hetero. Und was das auf sich hat, das werden die Leute, die jetzt unterwegs sind, wer wirklich meint, dass ihr gut beraten seid, ihr könnt live zuschauen, da verschwindet Facebook. Und nachher verschwindet der Facebook-Medienkritik und dann verschwindet YouTube. Aber all das, wie gesagt, ist nicht das Ende der Welt, weil auf D-Live und auf Rumble, Twitter funktioniert glaube ich noch nicht, wird das weiter ausgestrahlt.